Willkommen zur Bionik-Minute. Habt ihr meine tollen Kakteen gesehen? Ich wollte die mal umpflanzen, weil die brauchen vielleicht einen größeren Topf so. Oh nein, jetzt sehe ich gerade. Ach, der ist schon ein bisschen alt und kaputt. Seht ihr das? Der hat hier so einen Sprung. Den kann ich nicht mehr verwenden. Schade. Ist eben auch nur aus Ton, also ist ein sehr zerbrechliches Material. Genau über dieses Problem ärgerte sich auch ein Gärtner vor ungefähr 150 Jahren. Er hieß Joseph Monnier oder Joseph Monnier. Er wohnte in Paris und züchtete Kakteen in riesigen Töpfen, die alle mit der Zeit immer spröde wurden. Eines Tages pflegte er einen Kaktus und da sah er so eine verwitterte Stelle. Also die oberste Hautschicht von dem Kaktus war abgefallen und man konnte die innere Struktur sehen. Und da fiel ihm so ein netzartiges Gewebe auf, das die ganze Pflanze durchzieht, wie so ein dünnes, starkes Skelett. Ich zeige dir mal, hier sieht man einen alten, vertrockneten Kaktus, von dem nur mehr dieses Skelettgerüst übrig ist. Und das gibt der frischen Pflanze, diesem zarten Kaktusgewebe, die Stabilität. Ein Festigungsgitter, ich brauche ein Festigungsgitter für meine Töpfe, dachte sich Josef. Das heißt, eigentlich in meinen Töpfen. So suchte er sich so zum Experimentieren ein paar Dinge raus und fand dann so ein Drahtgitter. Das formte er dann so nach der Größe seiner Töpfe und stellte es quasi oder legte es in die Topfgussform und füllte dann seinen Zement rundherum hinein. Und das wurde dann zusammenhart, das Gitter im Zement. Seine neuen Töpfe, die waren ja dann aus zwei Materialien und hielten tatsächlich viel, viel länger. Joseph Monnier war auch ein kluger Geschäftsmann und er begann diese Erfindung zu verkaufen, denn es gab noch viele andere Konstruktionen aus Zement, die eigentlich mehr Stabilität gebraucht hätten. Bahnschwellen zum Beispiel, das sind diese vielen tausend Querbalken, die Balken, auf denen die Schienen gelagert sind, und über die täglich viele Tonnen schwere Züge rattern. Heute kann man sich diese Verbindung aus Beton und Metall gar nicht mehr wegdenken. Besonders wenn eine Konstruktion sehr viel Druck aushalten muss, da ist Beton ziemlich stark, aber auch Zug, zum Beispiel bei einer Brücke, da ist das Stahlskelett innen sehr, sehr wichtig. Stahlbeton nennt man diese Bauweise. Hier kannst du es sehen, dass aus diesen großen Betonblöcken die einzelnen braunen Stahlgitter ragen. So wird das verarbeitet. In Deutschland ist Stahlbeton der wichtigste Baustoff. Über 100 Millionen Kubikmeter werden pro Jahr so verbaut. Ich selbst befinde mich gerade in einem Gebäude, das komplett aus Stahlbeton errichtet wurde. Und wer hat uns auf diese Idee gebracht? Ein Kaktus. Konstruiert vom Meisterarchitekten. Danke, lieber Gott.